Morgen aus der Mitte der Sahara. Es ist gleich wieder super warm hier und wir werden jetzt gleich unser erstes Frühstück hier genießen. Ich wollte noch ein bisschen was zu der Busfahrt gestern erzählen. Und zwar ist mir das gleich aufgefallen, als wir über die ecuadorianische-peruanische Grenze gefahren sind, war es komplett grün. Wirklich, es hat so viel geblüht, also vor allem in der Farbe grün. Und wir haben kleine Sprösslinge gesehen, große ausgewachsene Bäume. Dann haben wir ganz viel Vieh gesehen, wo man schon richtig, also die haben uns ihr Gerippe praktisch präsentiert. Waren ganz dünn, aber hatten auch verschiedenste Farben. Ich habe einen richtig fetten Truthahn gesehen, wirklich, der war so riesig, das war so cool. Und dann halt noch ganz viele Hunde wieder. Was auch sehr interessant war, war, dass entlang der Straße eine riesige Mangoplantage war. Also da wuchsen die Mangos an den Bäumen und dann später in den Städten haben wir die ganzen Früchte auf dem Boden gesehen, auf so einer Mappe, Plane liegen. Und ja, was leider nicht so gut ins Bild gepasst hat, war der viele Müll, der da immer am Straßenrand lag. Plastemüll, noch und nöcher. Und dann diese, wie hießen die, Rikschas? Ganz viele anstatt der Taxis. Und was mich noch richtig genervt hat, als wir aus dem Bus gestiegen sind, kamen sofort ganz, ganz unzählige Taxifahrer und wollten uns irgendwo hinbringen. Und die sind uns auch richtig nachgelaufen. Naja, das war ein bisschen nervig. Aber ansonsten hat mir die Landschaft sehr zugesagt und es war nicht mehr so hügelig. Schmecken lassen. Also nach wirklich gutem Frühstück geht's jetzt los. Mal ein bisschen die Stadt erkunden und zwar sind wir relativ früh los. Es ist jetzt um 10 und wir wollten ein bisschen noch die Mittagssonne entweichen. Was vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat, aber auf jeden Fall probieren wir jetzt, weiß ich, 2-3 Stunden oder so unterwegs zu sein und dann vor der großen Hitze wieder zu Hause. Jetzt sind wir hier in dem Stadtkern von Piura. Der Weg hier war auch schon recht abenteuerlich. Man hat schon gemerkt, dass der Verkehr hier viel wilder ist. Dass wir hier auch so eine Rikschas haben, also so eine Motorräder, wo hinten einfach nur so ein kleiner Waggon für Passagiere dran ist, was hier oft als Ersatz für Taxis benutzt wird. Und auch die Straßen haben ein bisschen streng manchmal gerochen. Hier hinter uns seht ihr den Rio de Piura, der wahrscheinlich jetzt gerade im Sommer etwas ausgetrocknet ist, aber dann in Winterzeiten in voller Blüte hier langströmt. Das Wetter ist echt so warm, es ist so heiß und da es ja auch nicht so richtig was zu sehen gibt, ist nicht mal der Fluss da. Da freue ich mich schon mal wieder in der klimatisierten Unterkunft sind. Ja, außerdem schreckt uns das halt auch ein bisschen ab, dass man hier echt viel angelabert wird ja, und, dass es, halt auch dreckiger ist als in Ecuador. Also du kannst hier wirklich kaum rumlaufen, ohne dass dir irgendwie ein unangenehmer Geruch hier in die Nase steigt. Müssen wir uns wahrscheinlich auch erstmal noch dran gewöhnen. Ist das schön kalt hier drin. Hoi, hoi. Also die Supermärkte sind wirklich riesig hier, die beiden Metro und Plaza Vea. Oh.
endlich wieder zurück im Hotelzimmer. Ich präsentiere Inca Cola. Ich schmecke Gummibärensaft. Echt? Oh nein. Das ist von Coca-Cola. Jo. Gut, dass wir nicht die Riesenflasche davon genommen haben. Zum Nachmittag wird mal wieder gegönnt. Heute Abend gibt es mal wieder Burger. Und zwar sind hier solche kleinen Pommes sogar noch mit drauf. Mal was anderes. Also, Armbrot hat richtig gut geschmeckt. Die beiden Burger, war mal was Neues mit den Pommes drauf. War gut. Und ja, wir sind eigentlich wieder am Ende unseres Tages. Allerdings möchten wir was ankündigen für den morgigen Tag. Denn dieser Tag ist sehr besonders für uns. Genau, morgen ist Freitag der 13. Das ist für einige bestimmt, naja, mit Aberglaube und Unglück verbunden. Für uns ist das ein bisschen anders. Und deswegen möchten wir ankündigen, dass morgen einmal kein Vlog, mit Absicht kein Vlog erscheint. Und zwar feiern wir morgen unseren Jahrestag, unseren 5. Und deswegen möchten wir den mal komplett genießen. PS, zudem drücken wir auch noch der deutschen Handballnationalmannschaft ganz doll die Daumen und hoffen, dass das WLAN funktioniert. Das würde uns den Jahrestag natürlich versüßen. Alles klar. Jo. Dann wisst ihr Bescheid und wundert euch nicht. Denn macht's gut und seht keine schwarze Katze. Und zwar ist morgen unser Jahrestag. Oh. Noch kreativer geht's nicht.